Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 23. Dezember. Heute haben wir dabei Tesla, TikTok, Amazon Music, Cats und nochmal Tesla. Beginnen tun wir jetzt dann auch mit Tesla und die hatten ja, beziehungsweise Elon Musk hatte ja vor einigen Wochen bekannt gegeben bei der Verleihung des goldenen Lenkrads, dass sie eine Gigafactory um Berlin rum bauen möchten. Und nun haben Mitarbeiter des Landes Brandenburg bekannt gegeben, dass entsprechend sie sich wohl auf einen Contract geeinigt haben und dass Tesla dann ein 300 Hektar großes Gebiet kaufen wird. Das ist ungefähr so groß wie 300 Fußballfelder bei Grünheide in der Nähe von Berlin. Und das ist vom Land aus wohl schon abgesegnet und muss nun noch gegengezeichnet werden vom Top-Management von Tesla. Und wenn das dann passiert, dann haben wir da eine Gigafactory, die bis zu 10.000 Menschen einen Job gibt und die bis zu 500.000 Autos jährlich rausbringen kann. Schöne Sache. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. TikTok, ja, bei denen ist es ja etwas schwieriger. Die sind ja in den letzten Wochen, Monaten ein paar Mal unter Beschuss gekommen in Sachen Transparenz und Daten werden an China übermittelt und ja, irgendwie Leute werden nicht geblockt, aber so irgendwie soft geblockt, damit sie nicht mehr im Algorithmus auftauchen. Ja, und jetzt der nächste Schlag gegen TikTok. Die US Navy, also hier die hier auf dem Wasser halt, die Armee auf dem Wasser, ich weiß nicht, wie der Fachbegriff ist, das ist nicht meine Welt. Die haben logischerweise mittlerweile auch Technologie und Smartphones und die haben jetzt verboten, dass die US Navy Soldaten TikTok auf ihren Smartphones installieren. Sprich, die können das zwar anscheinend wohl immer noch machen, werden dann aber wohl direkt aus dem Intranet rausgekegelt. So wie es technisch funktioniert, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall gibt es da eine ordentliche Marschrichtung von oben und keine gute Sache für TikTok. Amazon Music, besser gesagt Amazon Music Unlimited, bietet zurzeit wieder 3 Monate kostenlosen Zugang ein. Das ist schön. Im Regelfall ist das immer nur für Neukunden verfügbar, aber der Kashi hat bei sich im Blog geschrieben, dass er bei der letzten Aktion auch als Nicht-Neukunde das in Anspruch nehmen konnte. Also von daher, probiert es doch mal aus, wenn ihr Neukunde seid, vielleicht eventuell sowieso. Amazon Music Unlimited bringt Unterstützung bis zu 6 Konten. Und ihr habt noch Zeit bis Ende des Jahres. Ihr müsst dann halt nur rechtzeitig kündigen vor Ende der 3 Monate. Ansonsten kostet euch das im größten Paket 14,99. Jetzt mal zu einem eher ungewöhnlichen Thema hier im Geek Talk Daily. Das haben wir selten. Es geht um einen Film. Und zwar nicht um einen nerdigen Film, sondern es geht um Cats. Das ist ja die Verfilmung des Andrew Lloyd Webber Musicals um singende Katzen. Und der Film ist vor ein paar Wochen rausgekommen und hatte jetzt keine guten Reviews. Und jetzt macht er wohl doch noch ein bisschen Historie, denn er ist anscheinend der erste Film, der während des Kinolaufganges, also während er in den Kinos noch läuft, geupdatet wird. Also wir haben ja relativ häufig, dass später auf einem Blu-ray-Release oder so noch eine Spezialedition rauskommt oder es wird noch was verändert oder verschönert. Aber Cats wird jetzt wirklich während des aktuellen Runs in den Kinos geupdatet mit neuen Spezialeffekten. Und ob das dem Film generell hilft, ist mal eine andere Sache. Aber auf jeden Fall alle Kinos, die sich ihre Filme runterladen, die können seit gestern, seit dem 20. Dezember, ein Update runterladen und alle, die ihre Filme über eine Festplatte bekommen, bekommen diese bis zum 24. Dezember geliefert. Ja, es ist spannend zu sehen, was Technologie so alles möglich macht und ob wir uns darauf einstellen müssen, dass sowas öfters mal passiert in Kinofilmen oder ob das jetzt eine kleine Ausnahme ist. Ich vermute eher, wir werden sowas öfters sehen. So, und letztes Thema für heute, nochmal Tesla. Und genauer gesagt, diesmal das Tesla Model 3. Da haben sich nämlich jetzt ein paar schlaue Menschen die Software, die aktuelle, angeguckt und haben da drin einige interessante Sachen gefunden. Das ist ja ähnlich wie bei Android und iOS. Die Software wird analysiert und man sieht, was steht da schon drin an zukünftigen Modellen oder Features. Und das wird jetzt entsprechend beim Tesla Model 3 bei der Software gemacht.
Und man hat jetzt Hinweise auf eine 100 Kilowattstunden Batterie gefunden und auch auf den Ludicrous Mode, also sprich diese mordsmäßige Beschleunigung. Und ja, damit zieht das Model 3 eventuell schon von der Performance dann mit dem Model S gleich. Es gab noch diverse andere Sachen, die entdeckt worden sind. Das sind dabei eher so ja, Kleinigkeiten, die jetzt nicht groß mit der Performance zu tun haben. Zum Beispiel, dass es neue Wheel Options gibt. Ja, mein Gott. Auf jeden Fall finde ich es halt interessant zu sehen, wie, ja, ich habe es in Android als Vergleich genommen, wie sich Sachen, die da passieren, jetzt auch ja, in der Automobilbranche wieder spiegeln, die ja auch mittlerweile eher eine Softwarebranche schon ist, weil die Autos können ja auch nicht mehr mit dem Hammer repariert werden, sondern ohne Laptop geht da auch nichts. So, und das war's dann auch schon für heute. Morgen ist Heiligabend, dann ist Weihnachten und ja, ich hoffe, wir hören uns morgen dann nochmal wieder. Bis dann, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.